Heute gibt es mal einen Einblick rund um das Projekt. Hallo miteinander bei Oders Werkstatt. Zuerst vorweg, ich hoffe, dass das funktioniert mit der neuen Kamera. Ich habe jetzt endlich eine GoPro gekauft, einfach ein bisschen aus dem Grund vom Staub. Mit dem Smartphone filmen ist einfach nicht der ganze Metallstaub und so nicht unbedingt gerade auf Zeit aus. Sicher nicht gut fürs Telefon, darum ich hoffe, das funktioniert jetzt. Probieren wir mal. Heute gibt es ein bisschen Einblick in Projekt oder beziehungsweise da, wo rund um Projekt herumläuft. Und im Moment ist es gerade sehr viel. Darum habe ich gefunden, jetzt mache ich mal ein Video über da. Ein bisschen von hinten angefangen, das Projekt Holztöffli, wenn ich nichts dazu sage, ist letzte Woche wieder neues etwas dazu rausgekommen. Dann der Kermit, der grüne Hüpfer, ist jetzt aus dem Winterschlaf geholt worden, kleinen Service gemacht. Auch da eigentlich nichts Wahnsinniges, aber das gehört auch dazu, ist jetzt einsatzbereit, fahrbereit. Viel ein grösseres Thema haben wir einerseits, liegt dort hinten auf dem Tisch ein Belmondo-Motor. So gesehen eigentlich nichts Verrücktes, Belmondo-Motor. Sieht immer ein bisschen gleich aus. Vielmehr ist das Thema, was ist rund um den herum. Ich habe jetzt da mal hergenommen. Was ist mit dem? Der Motor ist unter meinem grünen Belmondo, gehört da drunter. Ich habe noch einen grünen, Originalfarbe Belmondo, also nicht einen lackierten. Ist ein Projekt vor einem guten Jahr. Ungefähr ein Jahr ist das her, seit ich den wieder in Betrieb genommen habe. Habe ich gekauft von jemandem, der angefangen hat, den Standstellen, hat Technik einiges gemacht, optisch nicht mehr wieder gemacht, irgendwie schon verleidet, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich ihn gekauft, optisch nicht so Perlen, vieles mit Spreidosen überlackiert gewesen, aber anscheinend Motor revidiert. Zu dem Thema komme ich jetzt dann gerade. Und sonst eben hat neue Seilzeuge drin gehabt und ein paar Sachen. Ich habe den gekauft, habe den mit einem anderen Tank versehen, habe alles, was Spreidosenlack ist, runtergenommen, schön Originallack ist für euch drunter. Hat er so weit drauf bereitet, allerdings hat er einfach, ja, rein lauftechnisch hat er mir nie gefallen. Er hat zwar den Kraft gehabt, den gekauft hat er keine Kraft gehabt, ist an dem gelegen, dass der Kolbering durch war. Aber irgendwie so richtig schön gelaufen ist er nicht. Hat diesen und jenes ein bisschen umprobiert. Er ist zwar gelaufen, aber einfach nicht zufriedenstellend, so wie ich das eigentlich das Gefühl hatte, müsste er laufen. Weniger wegen der Geschwindigkeit, sondern einfach von der Laufruhe und so. Haben dann irgendwann wieder eingewintert, gefunden, ja, jetzt ist vorbei, schauen wir dann im Frühling. Das ist jetzt eben so wie gsi. Hinter dem Führer ist dann ein paar Kilometer noch mal gefahren worden und bei der ersten Ausfahrt, bevor er zu der ersten gekommen ist, hat es einen Bläuelschaden gegeben. Also sprich, das Bläuellager unten in der Kurbelwelle hat sich gerade frisch gefressen. Da sind wir frisch revidierter Motor. Der Motor hat bei mir 400-500 Kilometer drauf gehabt. Und jetzt nicht wirklich belagert, die Kilometer. Da muss man sagen, wir hätten es hier belagert. So viel zu dem Thema, ja, frisch revidierte Sachen kaufen. Es soll jetzt nichts heissen, es gibt sehr viele seriöse Leute, die das super machen, es gibt aber auch ganz viel anderes Zeug, das als revidiert abboten wird und am Schluss einfach nicht so. Der Hammer ist so, ist sicher auch der Belmondo-Motor, wie wir nachher gesehen haben, wo man zerlegt hat, auch mit dem Lager einbauen und so weiter, hat vieles nicht so wirklich gepasst. Jetzt ist er top, jetzt kommt dann der untere. Ich komme dann vielleicht nochmal darauf zurück, denke, da ist vielleicht das Video wert, wie man den Motor und alles wieder zusammenbauen, beziehungsweise wieder runterbauen. Und dann sehen wir den grünen Belmondo auch einmal. Aber auch der frisst immer wieder Zeit und ist Ärger, den man eigentlich nicht mehr haben. Im Moment war gerade viel so Zeug. Es ist immer weitergegangen mit dem orangen Belmondo. Kennen ihr noch von letztem Jahr? Die, die ihr nicht kennen, die Playlist anschauen. Ich habe letztes Jahr neu aufbauen, komplett. Eigentlich alles gemacht, bis auf sie stellen. Weil hier im Winter einstellen mit Bedüsung und so, habe ich gefunden, macht keinen Sinn. Gut, eigentlich auch nicht so wieder tragisch. Wenn wir voraus schauen, dann sehen wir, das Wetter passt, aber wir haben ihn einlösen und gefunden, so, und jetzt tun wir ihn mal einstellen. Ja, so einfach war es nicht. Einerseits hat der Gasgriff geklemmt. Ich habe einen alten aufbereitet, der ist aber irgendwie, der war einfach nicht mehr gut gewesen. Gibt es, ist jetzt auch nicht wirklich ein Weltuntergang, hat einen neuen Gasgriff drauf, der viel schlimmer war. Vergaser. Neuer Vergaser, extra gekauft und der hat einfach nicht tun. Sprich, als erstes, der Schwimmer hat gar nicht richtig aufgemacht. Es hat hinten eine Läschchen dran mit einem Belmondo-Vergaser, den ihr kaufen könnt, auf den bekannten Kanälen. Passt auf, es hat hinten ein Häkchen dran und das verhindert, dass der Schwimmer richtig aufmacht. Zuerst müssen wir mal selber überbücken. Bei meinem Vergaser war es sogar so, als ich den selber endlich im Griff hatte,
ist der Schwimmer im Kübel rein beim Auf- und Abgehen angestanden. Er war also zu weit aussen, falsch gebogen. Ich hatte schlussendlich Nase voll, hatte einen anderen Schwimmer gebaut von einem alten Vergaser. In dem Moment hat dann selber mal wenigstens funktioniert, dass der Schwimmer auf und zu gemacht hat, wie er nachher soll, dass wir anfangen konnten bei Düsen. Während dem Bedüsen hat man dann aber gemerkt, dass der Vergaser zu wenig schnell mit Benzin geflutet wird, also sprich eine Weile Vollgas und das Ding ist leer. Also wir können irgendwo eine gewisse Zeit Vollgas fahren und dann hat er einfach abgestellt. Zigarettenpause machen, ich will nicht rauchen, ist da relativ lästig. Das heisst, ich bin dann nicht weiter auf die Suche und habe schlussendlich gemerkt, dass bei dem Tuningvergaser der Eingang kleiner ist als eine akkurate Düse, wenn es dementsprechend bedeutet, dass das Ding auch richtig läuft. Das heisst, es wird mehrmals verbraucht, dass überhaupt in den Vergaser einlaufen kann, so wie er ausgeliefert wird. Den Eingang musste ich aufreiben, das ist sehr heikel, weil dort rein kannst du nicht einfach mal einen Bohrer drücken, dann haben wir einen Brauen, dann schliesst er nicht mehr. Also der nächste Ärger war vorprogrammiert, anstatt nur ein bisschen Düsen einstellen, ist daraus eine riesige Operation geworden. Wir mussten halb Vergaser umbauen, bis das Ding funktioniert. So viel einfach wieder zu den Anbauteilen kaufen und einstellen. Ist einfach nur Ärger. Jetzt, was noch ist, auch wieder das Neubauteil, wird der Auspuff mit einer Auspuffbride geliefert. Wie das da ganz näher kann ich filmen, weil es nervt mich schon, wenn ich runter schaue. Und zwar der Gummi dort unten, der hat genau, keine Ahnung, 10 Kilometer gehabt. Und das noch mit Unterbrüchen. Also allein das Einstellen und ein paar Mal wegfahren und herfahren hat dazu geführt, dass der Gummibock hart geworden ist und jetzt anfängt wegbröseln. Das heisst, ich muss jetzt noch eine hitzebeständige Bride posten. Gibt es übrigens im gleichen Shop. Aber ich frage mich, warum kann man nicht eine hitzebeständige Bride in das Set tun. Also, auch hier, wir sind kurz vor dem Abschluss, jetzt endgültig, er läuft sauber, er tut, was er muss. Das Einzige, was noch ist, ist wirklich diese Bride. Nachher kann der raus. Der Grün 50 ist auch bereit, zum rausgehen. Den kann man auch wieder einsetzen. Das Buchmunder steht jetzt noch an. Ich habe eigentlich gesagt, das Projekt ist abgeschlossen. Ich würde jetzt aber noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, und zwar auch Sachen vergasen, weil ich glaube, da könnte noch interessant sein. Ich tue es doch hier und her jonglieren, dass wir uns dann ein bisschen genauer sehen, ein bisschen zum Vergaser sehen. Und um das geht es jetzt heute noch unter anderem ein bisschen. Und eben der Gröbel Mondo könnte man sagen, ob ich da auch noch ein Video machen soll, wenn ich den wieder zusammenschraube. Weil, ja, das ist dann so das Nächste. Also, ich tue da wieder umrüsten und dann kommen wir da wieder dazu. Also, jetzt habe ich schon alles auseinandergenommen. Jetzt mal zeigen, was ich will. Und zwar geht es mir um Vergasereinstellungen und jetzt nicht unbedingt um Bedeutung als solches. Das ist ein Thema, das die meisten so einigermaßen im Griff haben. Viel grösser Thema ist eigentlich, was passiert mit den Nadeln. Wie muss ich eine Nadel einstellen? Für was ist die überhaupt da und was macht die? Der Ursprung vielleicht dazu ist zu sagen, die, die sich ein bisschen mit Belmondo auskennen, wissen, dass Belmondo original eine längere Düse drin hat. Die ist doppelt so lang wie eine normale Düse. Zwar auch ein 3,5er Gewind, aber doppelt so lang. Durch das ist der Düsenstock kürzer. Und der Belmondo, den ich, oder der Buchmondo, den ich gekauft habe, hat den Düsenstock drin. Das ist ein originaler Belmondo-Düsenstock. Und dann ist eben unten gesehen, dass wenn ich es jetzt oben bündig habe, ist es um so viel kürzer. Also die Düse ist um einiges länger original am Berg, als bei zum Beispiel beim Buchsport oder beim Buchmaxi. Sie haben den Düsenstock reingelassen, haben aber eine normale Düse montiert. Das heisst, die Düse ist nachher hier rein um eine normale Düsenhöhe zurückversetzt weiter oben. Das hat mehr oder weniger auch funktioniert. Aber wenn man da neue Kurven ist, oder aufwärts oder abwärts, und solche Schwenkungen hat, hat er sich zwischen ihnen verschluckt, weil er halt dann Luft geschluckt hat, logischerweise. Also habe ich einen Buch Düsenstock hier gemacht und wieder die Düse so montiert, dass sie ohne bündig ist, so wie es eigentlich mal sein. Weil ich einfach die langen Düsen auch nicht gross etwas da habe oder gar nicht da habe und die sind elend teuer, habe ich gefunden, baust du um. Wenn ich aber nicht mehr weiter studiert habe, ich habe nur einen Baum gebaut und soweit ist auch in Ordnung gewesen, aber ich habe nachher dann mal gemerkt, dass er anfängt im Standgas oder wenn er im Moment läuft oder wenn man irgendwo steht, anfängt extrem ruhen und wenn man dann losfährt, dann hat man das Gefühl, er ist total abgesoffen, hat viel zu viel Most drin. Jetzt aber kann das liegen. Eigentlich ist es logisch, wenn man mal ein bisschen überlegt und eben, jetzt komme ich zu dieser Nadel, was die macht. Ich nehme jetzt die hier mal raus. Die Nadel, die hat ja da oben verschiedene Ringchen, die sie einstellen können. Viele tun sie einfach in die Mitte, weil sie eigentlich nicht recht wissen, was damit anzufangen. Ist sicher mal schon nicht die schlechteste Lösung. Die ist jetzt zu unterstunden. Und jetzt, im Vergaserin ist sie so, unten haben wir die Düse und die Nadel geht hier rein. Die macht da je nachdem,
zu. Ich sehe da, wie weit aber das die geht. Und tut eigentlich in der Teillast oder eben jetzt im Standgas sogar, heilt einfach die Düse zum Teil verschliessen. Damit eben das nicht passiert, das Überfetten. Oder wenn ich Halbgas fahre, beim Vollgasfahren darf ich es eigentlich nicht mehr machen, dann ist einfach die Düse voll offen. Für Sepp muss ich die Düsengröße einstellen, also die Düsengröße muss bei Vollgas richtig funktionieren und Teillast und Standgas stelle ich über die Nadel ein. Jetzt ist eigentlich klar, jetzt war so ein Düsenstock drin und die Nadel zu 100 Stunden. Das heisst, die ist irgendwo da gehangen, ziemlich weit unten. Ich muss jetzt übertreiben, die schauen unten raus. Bei der gleichen Düseneinstellung, bei dem Düsenstock, ist sie natürlich noch nie. Das heisst, wenn ich jetzt hier mal zwei Ringe runtergehe, eine, zwei, dann schauen sie jetzt nicht mehr bald raus. Ich gehe noch dritten runter. So. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt sind wir eigentlich unbündig. Das heisst, die Nadel war natürlich auf den alten Düsenstock eingestellt. Das ist ziemlich sicher mein Problem. Ich gehe jetzt hier ins zweite oberste Ring. Ich könnte sogar mal noch ins oberste gehen. So, dass sie wieder etwa gleich zumacht. Ich messe das anhand von dieser noch einmal. Jetzt wäre sie etwa unten draussen. Ich probiere es einmal mit dem obersten, sonst gehe ich noch eins zurück. Also, über da stelle ich Teillast ein und eben Standgas. Also, das ist so da, wo ich mit der Nadel einstelle bei diesen Bing-Vergaser und Volllast über die Düse. Ich denke, das ist sicher einmal so ein Einmal-Eins. Dürfte Einmal-Eins wissen, wo viele einfach alle so auf dem Schirm haben, weil da sehe ich immer wieder, dass die falsch eingestellt sind. Hier drüber tue ich Teillast oder Standgas. Also wenn ihr ein Töffel habt, das im Standgas zum Beispiel nicht runterkommt, wenn sie immer hoch dreht, kann es auch sein, dass die Nadel zu fest zumacht. Also wenn ihr jetzt mit dieser Nadelinstellung, jetzt habe ich das oberste andere Extrem, wenn ich sie so zusammenbaue und dann kommt im Standgas nicht recht runter, kann es auch sein, dass er zu hoch ist, dass die Nadel die Düse derart zumacht, dass es total mager läuft und dann sich nicht beruhigt. Also hier drüber tue ich eigentlich den einstellen, wie fett oder wie arm läuft es. Im Standgas bzw. im Teillast, wenn ihr noch halber Gas gibt. Also die Einstellungen könnt ihr hier drüber machen und das andere machen hier über die Düse. Ich schiebe das so wieder zusammen und dann denke ich, sehen wir uns wieder. Was ich natürlich auch noch kontrolliert habe, das andere ist die Schwimmereinstellung. Das ist eben das, was ich gesagt habe, was vorher beim Orange war. Einerseits hat es hier hinten dran ein Nöckli dran, wo eben klemmt, dass er nicht recht aufmachen kann. Sie müssen abschneiden oder anders spügen. Andererseits ist der Schwimmer hier zu weit so vorgekommen und bei der Kamera angestanden. Ich vermute, dass er da hinten irgendwo falsch gebogen ist, das Blechli oder so falsch gebogen ist, keine Ahnung. Er hat dann einen anderen Schwimmer gemacht und dann ist gut. Wen muss er aufmachen? Ich kann das vielleicht hier mal nochmal zeigen. Der Schwimmer gibt den Stand an. Also jetzt macht er auf, das heisst, bei dem Schwimmerstand fängt er an zu füllen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hier oben sollte er sicher zumachen. Wenn er waagerecht ist, irgendwo in diesem Bereich, da sieht eigentlich gut aus. Hier läuft er schön. Und da macht er zu. Da fängt er aufmachen. Da schließt er. Da ist er ganz zu. Sieht so gut aus, da habe ich nichts. Wenn er hier den Vergaser zu fest flutet, dann führt es dazu, dass er kaum anläuft, beziehungsweise dann auch verreckt im Standgas, wenn der Stand im Düsenstock vom Benzin zu hoch ist und der eigentlich fast einläuft. Auch das kann ein Grund sein, den man einstellen muss. Also Vergaserinstellungen neben der Düse, dass der Schwimmer irgendwo beim waagerechten Bereich zumachen sollte. Das ist ein Faustding. Und Nadeln, dort stellen der Standgas ein, beziehungsweise Teillast über den Fett oder Magen läuft, dass er dort dass er im Griff hat und über die Düse volllast. In dem Moment, wo er Vollgas geht, über den Morphen, also das heisst, er zu viel Luft bekommt und dann absauft, dann ist die Düse zu klein. Oder ist die Düse, was erzähle ich, Kerze, total russig, dann haben sie zu fett eingestellt, da werden dann so die 7-Indiz, die groben. Das sind also die Einstellungen vom Vergaser. Ich mache jetzt den Vergaser fertig und dann sehen wir uns wieder. Wie ihr seht, alles ist wieder zusammengeschraubt. Ist jetzt auch letztendlich an dem gelegen. Die Nadel ist einfach zu weit oben gestanden, da ist schon viel zu fett gelaufen im Standgas und im Teillastbereich. Ich habe die Nadel zu 100 Stunden abgestellt. Ich hätte auch von einem anderen Bing-Vergaser noch die Nadel übernehmen können. Auch da habe ich noch schnell verglichen, habe es vergessen zu filmen. Die Nadeln sind natürlich auch verschiedene Länge von den jeweiligen Vergasern. Ich hätte jetzt auch eine längere Nadel reintun und die selbst irgendwo in die Mitte reintun. Wäre jemand aufs Gleiche rausgekommen, so funktioniert es jetzt. Er ist nicht mehr angefettet unten rein, er riecht nicht mehr wahnsinnig, es läuft nicht ab, wenn er im Moment im Standgas läuft. Das war nicht das, was ich wollte.
Ansonsten denke ich, dass auch das ein interessantes Thema war. Und sage mir bitte, wie es weitergeht mit dem grünen Belmonder, ob ich heute auch so mit ins Board nehmen, auch ein bisschen Filme dazu, wenn wir das auch wieder zusammenschrauben oder nicht. Ansonsten dann weiterhin fleissig abonnieren, weiterhin den Kanal weiterempfehlen. Wir sehen uns in einer Woche wieder, nächsten Mittwoch, immer Mittwochabend, wissen wir mittlerweile. Und so gesehen wünsche ich euch auch erstmal wieder eine ganz gute Woche und bis später. Tschüss miteinander.